Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Play Clash of Clans hier auf Digital Olymp und heute ganz im Zeichen der Helden- oder auch Truppen-KI. Es ist ein Kriegsreport, aber ihr werdet sehen, warum ich darauf eingehen möchte. Ich zeige euch das Ergebnis dieses Mal. Nein, falsch, das ist der nächste CW. Ich immer hier. Kriegslog. So, ihr seht, wir haben gewonnen. Wir haben auch alle mal benutzt, alle Angriffe, nicht alle gewonnen, aber alle benutzt, das ist gut. Ihr seht auch, ich wurde zu 2 Sternen zerstört, aber dazu gleich. Erst fangen wir an mit meinem ersten Kampf. Ich bin ausnahmsweise mal übertroffen worden bei meinem Gegner. Ärgerlich, aber ist so. Hier. Ihr habt es auch schon gesehen, 91%. Und 91% ist ja an sich schon ärgerlich, aber ihr werdet gleich sehen, warum noch. Also erstmal, mein Gegner hat gute Mauern, das muss man ihm mal sagen. Also, die können schon ein bisschen was. Deutlich besser als viele andere Gegner, die ich bis jetzt hatte. Ich greife mit Govivi an, wie ihr auch seht. So, ich hatte jetzt eigentlich die Hoffnung, die laufen alle rein, aber die Mauerbrecher haben es irgendwie nicht geschafft, die eine Mauer dann noch zu zerstören. Das war natürlich nicht so schön. Dann ist natürlich meine Königin außenrum. Hier in der Mitte sind aber Gott sei Dank genug Magier und Hexen und Golem und King. Die prügeln sich da eben durch die Mauer durch. Und dann sind sie drin. So, da drin passiert jetzt nichts Spannendes, aber hier. Meine liebe Königin, anstatt auf das Elixierlager zu gehen, schießt sie dich durch die Mauer, geht in diese Riesenbombe, bam, löst sie aus, um auf dieses Elixierlager zu schießen, wo man auch hätte aus der alten Position drauf schießen können, und tötet damit einfach mal 2 oder 3 Hexen sogar und einen Magier. So, dann geht es an sich erstmal nicht so spannend weiter. Hier prügeln sie natürlich noch länger auf der Mauer drauf, weil das dann sogar schon 10er Mauern sind, statt nur 9er wieder oben. Ich war zu dem Zeitpunkt, also hatte ich 2 Sterne, das war auch, also 2 Sterne erwarte ich immer. Hatte noch einen Golem und hier Magier über, weil ich mir dachte, es könnte sein, dass ich nochmal von der anderen Seite rein muss. Die Idee war gut, hätte allerdings auch vielleicht ein paar Mauerbrecher mitnehmen sollen noch oder 2 überlassen sollen, wie auch immer. Ihr seht, wie viel ich meine Einheiten hier auf die Truppen, auf die Mauern raufbashen und es dauert immer ewig, bis eine fällt. Also mit den Magiern geht's dann, aber ohne Magier ist ganz schwierig. Jetzt räumt auch meine Queen damit auf. Schießt natürlich jetzt, anstatt außen rum zu gehen, natürlich schießt sie auf die Mauer. Kann mir auch keiner erzählen, dass es intelligent wäre. Also künstliche Intelligenz ist was anderes. Die wäre außen rum, das wäre schneller gewesen. So, die Golems, die noch leben, kloppen da auf der Mauer, dass die nicht durchkommen, war klar. Jetzt ist die Frage, was machen die anderen Truppen? Es stehen noch diese Gebäude, es sind 77%. So, die Skelette gehen voran, das ist gut, lenken den Tesla ab. Meine Queen tötet den Tesla, ist auch wunderschön. Aber dann an der Stelle, Skelette werden hervorgerufen von der Hexe und die schießt mit aufs Lager drauf. Das ist auch schön, dann auch die Luftabwehr kann ich auch komplett verstehen, dass sie die zerschießt. Aber dann schießt sie natürlich erst zu spät auf den Bogiturm. Wobei da jetzt die KI nicht so gefällt hat. Der Fail war hier oben. Da, wo die Riesenbombe lag. Das war ein riesiger Fail. Ärgerlich, 91%, aber passiert. War ein Max Rathaus 9. Mein zweiter Angriff war relativ schlecht für meine Verhältnisse. Zeige ich auch nochmal eben hier. 74%, der hatte schon 2 Sterne. Der Gegner ist eigentlich nicht so stark, aber ich hatte 0 vorbereitet. Das war quasi ganz spontan hier. Dachte mir, die Seite mit der Königin wäre vielleicht die richtige. Das klappt bis jetzt auch ganz gut. Jetzt laufen die Mauerbrecher natürlich nicht nach vorne und nur einer schafft es hier noch eine Mauer zu zerstören. Es wäre schöner gewesen, es wäre noch einer gewesen und dann hätte ich gleich den Sprungzauber anders setzen können. Hier vorne sterben gerade viele Magier, sehe ich gerade. Da hätte jetzt der Heilzauber eigentlich perfekt hingepasst. Warum ich den Heilzauber an der Stelle nicht gesetzt habe, weiß ich nicht. Ich habe es anscheinend im Kampf nicht gesehen. Ärgerlich. Wutzauber in die Mitte. Rathaus tot. Bonus damit sicher. Also es wäre ja auch intelligent von den Helden, wenn die Königin jetzt einfach in die Mitte geht und von da aufräumt, anstatt hier außenrum zu hantieren. Und jetzt natürlich, natürlich schießt sie hier auf die Mauer.
Was ja auch total intelligent ist. Das sind immerhin auch schon Achtermauern. Aber okay. Ich möchte Myla Queen gar nicht so den Riesenvorwurf machen für hier die Sache, aber das gerade war schon ärgerlich mit der Riesenbombe. Dann seht ihr es hier. Also wie gesagt, war nicht gut vorbereitet, ansonsten wären hier locker 3 Sterne drin gewesen. Riesenbomben hat er gut platziert, finde ich. Und so sind es dann nur 74%, aber der CW war gewonnen. Ich habe in letzter Minute angegriffen. Als ich rauskam, war der CW, glaube ich, schon vorbei. Passt. Aber die lustigen Sachen mit der KI, hoffentlich finde ich die denn alle mit der KI. Ich bin mir gerade gar nicht sicher. Also, Nummer 1 kann ich euch auf jeden Fall mal bieten. Das müsste... ja, ihr gewesen sein. Vom Grüni der Kampf. Ihr habt's gesehen, ganz knapp. Keine 3 Sterne. An sich so schön ausgeführt bis hierhin auf jeden Fall. Helden. Fast eine Sekunde zu früh, aber sie zerstören die Magier noch alles, was gestört hat. Die Riesenbombe wird schön vom Golem ausgelegt. Der Blitz sitzt auch relativ gut. Die Mauerbrecher kommen richtig weit durch. Das ist richtig, richtig stark, muss ich sagen. So, dann sind sie ja schon in der Mitte. Der Schwungzauber war irgendwie ein bisschen fail, aber passiert. Wobei das wahrscheinlich in der Situation auch schon einen Unterschied macht. Mal gucken, ob die gleich irgendwo ein bisschen länger als eine Sekunde auf eine Mauer einschlagen. Die Königin ist noch nicht gezündet. Der König prügelt sich hier unten schön mit dem Tesla. Da außen läuft ein Päcker einsam rum, zerstört ein paar Gebäude. Ist auch wunderschön. Hier die Päcker. Die Bogitürme von ihm sind natürlich richtig schön low gelevelt. Das ist natürlich für Päcker ideal. König ist down. Da ist ein Päcker. Oder sind da sogar 2 Päcker? Nein, ein Päcker. Huch. Da sind noch 2 Bäcker und die Königin, die gerade aufs Goldlager eindrescht. Der Bäcker hier hat natürlich ein bisschen was zu tun mit den Gebäuden und wird durch die Kanone beschossen. Hier oben, die Königin räumt schön den Bogenturm weg. So, bis hierhin ist alles wunderbar. Das ist auch noch wunderbar. Auch dass sie das hier jetzt alles machen, das kann ich auch verstehen. Auch dass die Königin jetzt aufs Goldlager schießt. Der Bäcker wird jetzt. Eine ist schon down, der war auch vorher schon fast down. Jetzt wird die Kanone beschossen. Jetzt sollte man denken, die Queen geht weiter zur Kanone. Nein, das tut sie natürlich nicht. Sie geht zurück. Das ist nicht zu fassen. Die Königin geht tatsächlich hierhin zurück. Für die Gebäude. Das hätte sie lieber danach machen sollen. Jetzt ist der Bäcker zwar durch die Mauer durch, aber. Die Königin hat gleich kein Schutzschild und 2 Kanonen machen mit so einer Königin mal eben so Hackfleisch und so. Und dass er sie gezündet hat, war in der Situation auch nicht ideal, aber er konnte eh nichts ändern und die Zeit ist davon gelaufen. Also hätte zeitlich eh nicht gereicht wahrscheinlich dann, jetzt in der Situation, wenn die Queen so läuft. Natürlich schießt sie auch jetzt hier auf die Mauer, anstatt hier außenrum weiterzugehen. Da liegt natürlich noch eine Kanone. Jetzt nimmt die Königin noch die Kanone. Hätte sie auch noch geschafft. Die zweite hätte sie eh nicht mehr geschafft. Aber, also bitte. So schlecht die KI. Das ist doch Wahnsinn. Und in solche Fälle sind dann Sachen, dass man, also COC ist auch am Ende mit richtig hohem Skill immer noch zum Teil Glück. Manche Sachen kann man einfach nicht verhindern und kann man, da steckt man auch nicht drin. Wo war das denn noch, wo die KI so rumgesponnen hat? Ich bin mir doch sicher, da war noch was. Aber wo? Top vorbereitet, wie immer, würde ich sagen. Also da unten haben sie aufgeräumt. Wir versuchen unser Glück einfach mal. Vielleicht haben wir ja Glück. Beim Yannick? Bezweifle aber, dass wir das Glück haben. Die Base sieht natürlich schon stark aus mit den Mauern. So sieht meine dann hoffentlich demnächst auch aus.
von oben anzugreifen, war auch hier, glaube ich, die richtige Entscheidung. Hätte ich, glaube ich, auch gemacht. So auf für Schnelle würde ich sagen, ja, auch hier ist ein Loon in der Clanburg. Der Blitz sitzt nicht so ganz ideal. Da sind sie alle rausgeschwungen. Die sind natürlich jetzt noch alle Heiler. Da hätte man lieber dann noch einen anderen Zauber mitnehmen können. Auch der Schwungzauber sitzt nicht gut. Also da läuft anscheinend viel verkehrt, aber trotzdem holt er immerhin 2 Sterne. Ist aber auch ein Rathaus 10er. Er hätte dann vielleicht auch 3 kriegen können. Aber. So sieht das alles gut aus hier. Ah, der Schwungzauber. Oh, der Schwungzauber zählt sogar hier noch an der Ecke. Das ist krass. Aber dann wirklich so ganz haargenau, so millimetergenau. Wo ist denn die Königin eigentlich? Aha. Okay, an dieser Stelle möchte ich sagen, das war ein Fehler. Im Nachhinein hat man natürlich immer leicht reden. Ah, da sind 2 Tesla versteckt. Das ist natürlich gemein. Für Logo VP ist das natürlich ein totaler Albtraum. Ja, also hier würde ich sagen, war die KI absolut in Ordnung. Das ist auch nur noch der König über. Der holt dann wahrscheinlich noch was. Ist ja immerhin Level 15. Aber nichts Spannendes. Ich würde sagen, ich suche jetzt mal schnell den Kampf, den ich noch meine, wo die Helden-KI so burnerhaft war. Und schneide das dann bis dahin gleich. Tschüss. So, angeblich ist hier die Gegner-KI schlecht. Ich habe mal nachgefragt, beziehungsweise bei dem anderen Angriff vom Phönix. Hab aber beim anderen überhaupt nichts gesehen und hier, weiß nicht. Nicht besonders, aber halt, ne, typisch. Aber nicht so schlimm wie andere Sachen. Also da hauen sie auf die Mauer, auch alles gut. Bis jetzt sehe ich nichts. Dann sehe ich gleich so eine kleine Sache, aber ich weiß nicht, ob er das meint oder ob ich einfach nur blind bin. Ich meine, der König hier, der läuft da rum, als wäre bestellt und nicht abgeholt, aber jetzt gleich sieht man da eh nichts mehr. Und jetzt hier haut die Queen auf die Mauer, anstatt dass sie außen rum geht, um den Bogenturm kaputt zu machen. Das ist natürlich schon blöd. Brennt dann natürlich auch noch schön eine Riesenbombe, aber da habe ich schon Schlimmeres erlebt. Und hier passiert nichts. Der König haut drauf und die Queen nimmt sich da das Goldlager. Und dann kommt halt die Kanone und zerstört sie. Ja, es ist halt schon ärgerlich, dass sie da auf die Mauer schießt und sich nicht erst einmal den Bogiturm holt und dann vielleicht auf die Mauer geht. Verstehe ich. Dann sind halt nur noch 3 Magier, ein Golem über. Man sieht halt, es ist doch schon knapp. Jetzt hauen natürlich auch wieder alle hier auf Mauern drauf und dann auch noch auf schön unterschiedliche. Und der eine Magier entschließt sich dann, nachdem die eine Mauer hier kaputt ist, hier außen, die doch noch rauszugehen. Der andere schießt erstmal weiter auf die Mauer. Der Golem da ist die ganze Zeit schon unter Beschuss vom Bogiturm. Das ist natürlich. Und jetzt, dadurch, dass der Golem sich geteilt hat, geht dann der Bogiturm auf die Magier. Und der Golem geht nicht außen rum. Er will durch diese Mauer. Er will durch und er kommt durch, aber natürlich reicht das dann jetzt nicht mehr. Wenn einer es geflogen ist, hätte aber trotzdem, glaube ich, gereicht, wenn die Golems ein bisschen schneller gewesen wären. Auch sehr ärgerlich, aber 92% ist ja nicht schlecht, würde ich sagen. Das ist auch, dann ist wieder das nötige Quäntchen Glück und Pech. Aber, naja. Und ansonsten würde ich sagen, zeige ich euch noch eben meine Verteidigung. Ich wurde angegriffen, mit 2 Sternen zerstört. Aber wie? 53%, ja. Guckt euch die Armee an. 21 Valkyren Level 4. Gut, ich weiß jetzt nicht, wie, wo man das macht. Warum? Weil Valkyren sind halt teuer und verloren war es zu dem Zeitpunkt auch schon. Ist das eine ernsthafte Angriffsstrategie? Es sieht halt irgendwie schon so ein bisschen nach Fun-Angriff aus.
Da ist die erste Valkyrie. Die ist kaputt. Dann sind da noch zwei. Wirbelwind. Genau, und dann geht er hier oben rein. Halt Valkyren ohne Tanks oder sowas. Nur die Valkyren. Die halten halt auch nicht so viel aus. Ich hatte im Kopf auch immer, dass die ein bisschen mehr aushalten. Aber tun sie nicht. Guckt euch das an. Der Magierturm setzt halt gut zu. Die Sache ist, die stellen sich immer zwischen mehrere Sachen und ja, dann setzt er hier gleich einen Sprung hin und dann ist er auch schon quasi am Rathaus. Seine Königin ist ja da und dann ist das alles kein Ding. Wobei der König hier natürlich schon auf die Mauer einschlägt, anstatt dass er da, wenn er da eher den Sprung sauber setzt, geht's schneller. Warum er den jetzt erst setzt, weiß ich nicht. Also ich finde, wenn man mich mit Valkyren Only quasi so kaputt macht, 51%, ist das schon ziemlich nervig. Man ist halt bei der Base hier wirklich schnell am Rathaus. Man muss hier oben, wenn man oben reingeht, einmal durch und dann hat man, ist man mit dem Sprungzauber und Fernschützen quasi schon dran. Trotzdem will ich es erstmal noch probieren mit Rathaus, mit Max X-Bögen. Es war auf jeden Fall der 50. Sieg und ich bin sehr froh drüber und ja. Kann so weitergehen. Auf die nächsten 50 Siege, würde ich sagen. Und dann würde ich sagen, das war's für heute und wir sehen uns dann morgen wieder bei einer weiteren Folge Let's Play Clash of Clans. Bis dahin, ciao, ciao.